aus Russland, die das machen. Also da gibt es diese Verschmelzung, was Alexander zwischendurch eben auch noch eingeworfen hat, ist eben auch, man hat die Leute auf der Krim, man hat Berdgut, es sind ja Berdgut-Leute aus der Ukraine auch nach Russland gegangen, die sind teilweise jetzt schon im russischen Dienst inzwischen. Es gibt Leute, die in der Ostukraine, die auch russische Pässe haben. Also da gibt es einfach komplett diese Verschmelzungen auch. Да, ну и я еще хотел сказать, что они даже не обязательно напрямую связаны с Россией. То есть это просто часто местная полиция, это какие-то бывшие военные, но им иногда это военные, которые имеют опыт работы наемниками за рубежом в войнах. Опять же, опыт и Югославии, и Приднестровья, что очень важно. То есть часто это профессиональные украинские военные и милиционеры, которые имеют, опять же, свои интересы, ну или работают иногда на местного заказчика. Und dann ist eben auch wichtig in der Ostukraine zu sehen, dass da auch Polizisten beteiligt sind, dass es Veteranen sind, dass auch etliche Ukrainer als Söldner irgendwo im Ausland waren. Also es gibt auch Ukrainer, die eben diese militärische Ausbildung haben, wo es nicht unbedingt diese direkte Verbindung zu Russland gibt oder geben muss. Und die Leute haben entweder ihre eigenen Gründe, warum sie jetzt zu den Waffen greifen, oder es kann auch ganz banal sein, dass es da irgendeinen örtlichen Auftraggeber gibt, der das vielleicht auch finanziert, dass sie sich da einsetzen. Ja, nochmal zum selben Thema bezüglich Ostukraine und der Verstehe ich fast nicht. Ich wollte auch noch Fragen stellen zu den Waffen nach Ostukraine, inwieweit da Verbindungen gibt oder ob das klar ist, dass da auch rechtsradikale russische Strukturen präsent sind. Das Ganze hat mit unterbunden, dass halt der Volksgouverneur von Donetsk, Pavel Gubajov, dass er so in der russischen Nationalen Einheit gewesen ist, so einer der größten rechtsradikalischen Gruppen in den 90er Jahren, aus dem arabischen Ruhr in den 2000ern als Kurs entstanden ist und bei dem insbesondere immer so diese Wehrsport-Scheiß, also so Hinweichtrennen und Waffen, die war, so die ganz große inhaltliche Nummer gewesen ist und inwieweit halt bekannt ist, ob da eben entsprechende Strukturen auch in der Ostukraine sind. Да, в принципе, это вот насчет его личной связи с РНЕ, тут я не могу быть уверен на 100%, но есть очень однозначные фото. Но, в принципе, очень многие силы, которые активны сейчас на востоке Украины, которые активизировались в Крыму, это организации, ну, там очень много старых кадров из РНЕ активизировалось. Бывший, в принципе, глава Крыма, который сейчас Аксенов, он тоже имел в свое время отношение к РНЕ. И очень многие люди из этой вроде как уже забытой организации, они сейчас активизируются. Есть весьма много активистов и добровольцев из национал-большевистской партии России, которая была какое-то время вроде как оппозиционной, но сейчас они наоборот активно поддерживают режим Путина. И из-за того, что сейчас Путин начал делать то, что национал-большевистская партия уже 15 лет просит, вот, фактически исполняет их программу, и они охотно выезжают. Вот. Но насколько именно оружие связано с этими пророссийскими ультраправыми, я быть уверенным не могу. То есть я бы сказал, что оружие еще получается из других источников. Но Die Frage
Ja, nach Pavel Gubalyov, der sagt allen was. Das ist der Volksgouverneur von Donetsk, der zwischendurch mal verhaftet worden war. Russland hat ihn als politischen Gefangenen bezeichnet. Und von dem gibt es eben Bilder, also wo er mit Abzeichen der RNE, der russischen nationalen Einheit, gezeigt wird, was eigentlich ja, die älteste Nazi-Partei ist, die Russland hat. Alex sagt, er kann nicht sagen, inwieweit Gubalyov da wirklich Mitglied war oder inwieweit er dann nur in diesem Gesamtdunstkreis geschwommen ist. Aber ganz generell ist es so, dass eben viele der Akteure in der Ostukraine diese Verbindungen haben zu russischen rechten Kreisen. Zum Beispiel Aksionov, der Gouverneur der Krim, kommt auch von der RNE, also die gleiche Fascho-Ecke. Es ist aber auch unmöglich zu sagen, ob aus dieser Ecke auch die Waffen kommen, ob dann also die russischen Nazi-Kollegen die rüberschieben oder ob die auf anderen Kanälen da eben ankommen. Und es gibt auch noch andere Strukturen in Russland, die eben jetzt gerade die Abspaltung oder den Separatismus in der Ostukraine befördern. Das ist die Nationalbolschewistische Partei um Limonov, die ja eigentlich auch die ganze Zeit in der Opposition war und sich aber jetzt im Moment gerade ganz gut in dem wiederfindet, was eben russische Politik in der Ostukraine ist. Und es sind eben auch etliche russische Nationalbolschewisten, die in der Ostukraine kämpfen. Ja. Wie ist es in Kiew selbst mit einem Polizeiapparat eigentlich? Gibt es derzeit irgendwie eine Sicherheit und Ordnung? Und wie ist es mit diesen Spezialeinsatztruppen, die zum Terroreinsatz nach Osten geschickt wurden? Woher kommen die? Ist es klar? Ist es aus dem alten Regime? Ну, в Киеве после 21 февраля милиция сначала, значит, вообще они боялись появляться на улице, включая гаишников, то есть ну, гаишники, так, это дорожные улицы. Дорожная полиция стала стоять с автоматами, и потом они попросили, чтобы в каждой машине патрульной с ними ездил один представитель самообороны со всеми нашивками самообороны, чтобы было видно, что милиция с народом. И они очень подчеркнуто вешали флажки украинские, хотя ну, полицейская машина наша так с украинской символикой, это национальная как полиция, но они старательно вывешивали флажок вот, как у протестующих, чтобы было видно, что они теперь с народом, их не надо трогать, потому что 18-го несколько милиционеров застрелили, ну вот просто в городе. И потом еще через пару недель тоже на блокпосту трех милиционеров застрелили. Вот. И плюс, когда мы организовывали первомайскую демонстрацию, как всегда подали заявление, что будет демонстрация, ну, вот, политическая акция. Вот, на это полиция, ну, СБУ, там, служба безопасности Украины звонила организаторам и говорила, что полиция теперь не охраняет никакие политические акции, поэтому не рассчитывайте на то, что кто-то вас будет, ну, там, например, от националистов охранять. Ну, то есть, они сказали, что полиция с повстанцами никакими никак не конфликтует. Also die Polizei hat nach dem 21. Februar wirklich Angst gehabt. Die haben sich nicht mehr auf die Straße getraut. Also selbst die Verkehrspolizei stand dann mit Kalaschnikows da. Und die haben sich Leute von der Selbstverteidigung des Maidans mitgenommen, die eben alle ihre offiziellen Abzeichen an den Jacken hatten, dass eben erkennbar war, die Polizei ist auf der Seite des Volkes. Und auch die Polizeiautos, die auch so eindeutig mit ja, ukrainische Nationalsymbolik versehen sind, sind extra noch ukrainische Fahnen gehängt worden, weil die Polizei eben ganz, ganz sicher gehen wollte, dass sie nicht angegriffen werden, weil eben sowohl davor als auch danach auch Polizisten gezielt umgebracht worden sind. Und als es dann eben darum ging, die 1. Mai-Demonstration anzumelden und der Antrag eben eingereicht wurde, kam dann die Antwort zurück,
Aber ihr müsst euch sicher sein, die Polizei bewacht keine politischen Demonstrationen. Also die wird euch nicht vor irgendwelchen Nationalisten schützen, die auf euch losgeht. Die Polizei hält sich komplett aus allem raus.